So, wir machen weiter. So. Bei Among Us eine Aufnahme machen wir noch. Und zwar kleine Information. Jan ist mittlerweile raus. Der musste gehen. Dafür ist Deswegen sind wir jetzt immer 8 Leute. rausgehen. Dafür wurde eine lange Aufgabe rausgenommen. Hallöchen, Also Jan hat uns verlassen und eine lange Aufgabe hat uns verlassen. Ja, Hallöchen, der war hier nicht mehr so erwünscht. Gronkh-Intro. Ja, du Gronkh. Ist jetzt statt Jan da. So, und Ja, jetzt genau, geht in der hier nächsten los. Aufnahme Oder ich Sarah starte Tag, direkt im Gronkh, Xe an, Tobi was das und, macht. Katja Krasavic. Okay, ich habe in Elektrik gleich 3 Aufgaben, die machen wir sofort, dass wir in Elektriker wieder safe rauskommen. Noch ist ja dieser Cooldown theoretisch, so schnell dürfte jetzt auch keiner hier reinrennen. Ich denke, da bin ich recht safe, wenn ich den Müll jetzt mache. Vor allem, weil diese dumme Aufgabe dabei ist. Ach so, ja gut, Wires setzt sich dann ja wieder fort, es taucht dann wieder eine neue Aufgabe auf. Das war jetzt 1 von 3, na, da oben sieht man es jetzt, habe ich das auch begriffen. Das sind ja Aufgaben, die man öfter machen muss, auch zum Beispiel Stromumleitung annehmen, ne? Das geht dann auch noch auf eine andere Richtung. Geht's dann da weiter. So, jetzt machen wir hier Antrieb oben. Machen wir ganz fix. Zählt das schon? Jawohl. Und dann, was ist das jetzt? Ach nee, da ist nichts. Hä? Jo. Wow, jetzt ist die Pizza weg. Türen hat rotiert ist und dann ist dann, also in Electrical und ist dann weggewendet. Also. Wer? Ja. Wer ist gewendet? Also Cihan. Ach, schade. Cihan. Oh, okay, kannst du was dazu sagen, Cihan? Ich sag dazu, dass ich die extra die Tür hinter mir geschlossen habe, aber der ist irgendwie noch durchgeflutscht. Okay, das ist gut. Also, das war ein Geständnis. Ja, da kann ich mich nicht effektiv gegen verteidigen. Sorry, Conan, ich meine, So ein Scheißkill jetzt, wo meine Pizza weg ist, ja, zum Kotzen. Kannst du noch eine bestellen? Ich hab jetzt noch eine Sekunde gewartet, weil ich dachte, ja, kommt noch jemand? Ne, okay, dann schieße ich schnell die Tür und hab dann auf Kill gedrückt und dann irgendwie, irgendwo kam der dann her, ich weiß auch nicht. Dani, du bist nicht sass für mich, wir können gerne zusammenbleiben. Ich hab dich übrigens auch gesehen, ja. Okay, sehr gut. Ja, ich war gerade im Reaktor. Ja, das stimmt eigentlich. Dani war an den Kameras, der kann eigentlich nichts. Und Flo war die ganze Zeit im Reaktor und Conan ist so dazwischen rumgelaufen. Der war so. Ja, Conan war so dazwischen. Ja. Genau. Es können ja zwei sein. Noch einen zweiten Poster. Eigentlich könnte auch der zweite Poster in die Kameras gehen. Also eigentlich ist das Quatsch. Absolut wahr. Absolut wahr. Aber so grundsätzlich, Flo, kann ich dir das ja auch schon sagen. Ja, Zuni, du darfst noch abstimmen. Alles klar. Sonst geht's nicht weiter. Danke. Wären 3 Sekunden auch weitergegangen. Einer kriegt jetzt kalte Füße. Wow. Füßen. Das macht Sunny jetzt schon ein bisschen sass, ne? Ja. Ich hab nicht aufgepasst. Ja, okay. Hat man gemerkt. Achso, ja. Ja, kann ich wieder mit euch reden. So. Wir gehen weiter und machen jetzt aber die Aufgabe da unten, die sich jetzt hier fortgesetzt hat. Und jetzt darf ich hier noch kalibrieren und damit ist der Quatsch jetzt auch fertig. O2, okay, wir gehen zu Admin. Wir gehen straight to Admin. Wenn da nicht schon jemand ist. Okay, doch, 2 sind schon da. Alles gut. Hier hatten wir auch nichts zu tun, ne? Ne, in Navigation haben wir was. Also vor Navigation. Guck mal kurz hier rein. Ich meine, es macht einen auch wieder so ein bisschen sass, wenn man so ein bisschen rumläuft, aber... Ach, das ist der nächste Wired-Teil. Wiren wir noch eine Runde rum. So. Und dann habe ich den hier auch noch. Push, 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 push. Und dann habe ich das hier auch noch. Klick. Und dann du. Gefällt's mir nicht. Okay. Oh, er hat ihn reportet. Oh, er hat ihn reportet. Okay, jetzt wird's interessant. Ich kann. Wo hast du ihn gefunden? Den habe ich oben rechts gefunden. Okay, dann könnte ich Zuni auf jeden Fall. Nicht auf jeden Fall ausschließen, dann müsste der Kill ganz am Anfang passiert sein. Aber er war mit mir am Ende. Nee, ich hab Conan noch. Mit dir zusammen, Flo, ja im Admin gesehen, wie ihr dann als O2 war, als wir das auffüllen mussten. Einfach selbst. Da seid ihr in Richtung Storage runtergegangen. Ja. Und ich weiß nicht, wo ist Conan dann? Ich bin links zum Electrical, da habe ich Zuni getroffen und Conan müsste dann nach rechts sein, weil er nicht mit mir zum Electrical ist.
Was bedeutet oben rechts? Wo war die Leiche genau? Warte mal, Conan ist doch tot. Wieso verdächtigen wir ihn? Nein, wo war Conan? Ich habe jetzt echt Conan verdächtigt. Ich habe darauf gewartet, dass er jetzt das antwortet. Weil er ist ja nach unten rechts. Ja, Conan kann es nicht sein. Ey, warte mal, dann, oh Gott. Ich habe halt die Kameras angeschaut. Navigation oder Weapons? Also ich war in der Navigation noch, tatsächlich. Verdächtigt ihn gefragt. Ich hab das gemeldet, ja. Du hast Ich hab den ersten Teil O2 gemacht, dann bin ich über Cafeteria Weapons in den O2-Raum gegangen, da war aber der zweite, war es fertig, habe ich da einen Task gemacht, bin dann Navigation gegangen und bin dann wieder rausgegangen. Und ich habe aber niemanden auf dem Weg Richtung Weapons tatsächlich und Cafeteria. Und ich habe da aber noch niemanden gesehen. Und ich bin jetzt wieder in Richtung... runtergegangen, oder? Ich dachte, du bist runtergegangen. Bin ich runtergegangen? Also, aber ist auch egal. Ich weiß. Ich dachte, ich wäre hochgegangen. Aber kann auch sein, dass ich runtergegangen bin. Also es wundert mich auch, dass ich die Leiche noch nicht gesehen habe, wenn die so, oben in Weapons liegt. Ist es ein Self-Report, oder? Hm. Ich bin jetzt stark für Skip noch. Weil es ist ein bisschen schwierig. Ich würde auch skippen. Ich habe jetzt auch... Wenn das ein Self-Report ist, dann ist clever. Ich könnte Zuni, glaube ich, ausschließen. Er ist, glaube ich, aus dem Westen gekommen irgendwo und dann zum Electrical hoch, weil er das Licht gefixt hat. Und ich war mit dir im Admin, mit Conan im Admin, dann bin ich runter zu Storage, links nach Electrical. Den Weg kann man bezeugen. Also rechts war ich gar nicht. Deswegen. Ja. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wer nach rechts ist. Ja. Also ich skippe auch erstmal. Ich weiß es überhaupt nicht. Ja. Warten. Also Conan war es nicht. Klar, ne? Conan war es nicht. Ich dachte die ganze Zeit, dass jetzt Conan. Ich glaube, Conan ist der Einzige, dem ich zutraue, dass er sich in Among Us selbst umbringen kann. Ja, ich glaube auch. So. Eieiei. Oder dass er sich in Among Us spoilert irgendwie. Das war frech. Na gut. So, eine Task haben wir noch, dann sind wir fertig, den letzten Draht nämlich. Ja, jetzt versuch mal zu killen, mein Freund. Ich werde ihn gleich noch beobachten, aber ich muss noch ganz kurz meinen letzten Task machen. Nicht, dass es an dem Task nachher scheitert und ich habe es einfach vergessen. Na, das wäre doof. Aber ich werde danach, werde ich Fight verfolgen. Ganz klar. Keine Chance. Wie komme ich da wieder raus? So. Guckt er da die ganze Zeit? Okay. Oh, da war Dani gerade alleine unterwegs. Huch, was war das denn? Ach, das ist Ricardo. Kratzt. Wie er sein Opfer sucht. Null. Jetzt hat das Licht ausgemacht. Kann man mal machen, ne? Jetzt wartet er hier. Steht einfach rum. Wend. Also jetzt müsste er halt eigentlich wenden und hier muss ja jetzt jemand... Ja gut, sind alle da, ja. Wenden ergibt keinen Sinn. Ja, wir könnten... Oh nein, wo ist er hin? No, ich hab den Täter verloren. Ich geh's hier alleine. Ja. Okay. Jetzt bin ich zu sagen. Es sind noch alle im Leben. Okay, ich hab nur gesehen, wie jemand, also ich war in Admin und hab in diese Dingens geguckt, in Admin und gesehen, dass da. Was, also ich habe so interpretiert, dass jemand von MedBay auf Electrical gewendet ist. Und da habe ich halt gedacht, okay, vielleicht ist jemand tot. Aber anscheinend nicht. Von MedBay auf
Von Medbay auf Electrical ist jemand gewendet. Ja, ich habe das so gesehen. Dass einmal also mir kam gerade Flo und Zünni kamen mir gerade aus Electrical entgegen. Und ich habe nur gesehen, ich wollte in Electrical reingehen. Dann ja, ihr wartet die Tür zusammen, zu, dann bleibt doch nur und dann dachte ich, ich scoute so ein bisschen daneben und gucke, ob da gleich jemand rauskommt, wenn die Türen aufgehen. Wenn man weiß, wer es ist, ist es einfach. Und dann kamen wir beide halt raus. Ja, aber ich kann bestätigen, dass Zünni und ich sind von Storage zu Electrical gelaufen, um quasi das Licht zu fixen. Also ich kann also bestätigen, keiner ist gewendet. Beiden gegenseitig klären. Ja. Ja. Wer war denn in Med Bay? Bleibt nur Fight. Ich war im Süden von Dings hier. Wo war ich? In Storage? Ja, irgendwie da in der Gegend. Hm. Ja. Frag mich nicht, wir können erst was geben, aber oder? Wie hast du denn jemanden gesehen am Med Bay dann, Ricky? Nee, ich habe gesehen, bei hier Admin habe ich gesehen. Ach so. Okay, ach so. Zwei Köpfe in Electrical. Aber. Mhm. Ah, verstehe. Ein Kopf in Med Bay, ein Kopf in Electrical. Dann beide Köpfe in Electrical. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht hat. Ist jemand gewendet? Ah, das kann aber auch einfach sein, dass der hier raus ist und dann die. Okay. Das muss nicht heißen, dass der Vantage ist. Das ist sehr sus, Ricky, aber. Nein, das. Ich skip. So. Das muss nicht sein, dass er Vantage, glaube ich. Ich muss ihn danach mal fragen. Weil ich meine, es ist recht so. Wir sind hättest du jetzt was anderes gesagt, Ricky, ich habe gesehen, jemand hat gewendet, dann hätte ich das gewusst, aber. Okay, Fight war auch jetzt ja, aber du kannst irgendwie doch und Ricky zu sehr suspicious. Okay, das ist doch zu vage, ja. Aber jetzt können wir Fight verfolgen. Jetzt können wir ihn von Anfang an verfolgen. Wir haben alles getan, was wir tun konnten. Naja. Oh, Floß. Okay, Fight dreht um. Jetzt ist gerade Floß sein nächstes Opfer, weil alle anderen. Hey. Oh, Ricky. Okay, keiner ist das nächste Opfer. Achso, weil er noch einen Cooldown hat, ne? Hat er noch Cooldown? Ich weiß es nicht. Ja, die Tasks. Wir gewinnen über die Tasks. Easy. Wir gewinnen über die Tasks. Wir bleiben alle zusammen, wir gewinnen über die Tasks. Der hat keine Chance mehr. Naja, der hat keine Chance mehr. Was soll er tun? Der Letzte macht noch seine Tasks und dann war es das. Jawohl. Nice. Nice. Über die Tasks gewonnen. Sehr schön. Ja. Sehr, sehr schön. So, wer war es? Ricky? Nee, Ricky nicht? Wer war es? Nee, was schätzt ihr denn, wer es war? Ah, Counterfight war es noch. Ja, krass. Yes. Okay. Echt? Ja. Selbstreport. Ja. War da nochmal jemand in der Nähe, den ich hätte töten können? Ja, klar. Ich war alles im Haus mit Security. Ich hatte noch die Tür zugemacht, damit du nicht einfach reinstoppst und einen killst. Clever. Aber guter Selbstreport auf jeden Fall. Und schön zum Ende, Zünni und Flo, dass wir dann da zu dritt zusammen hier blieben. Ja. Ich habe eine Frage. Meine Counter ist nicht gewendet. Kann das einfach von der Anzeige her sein, dass Counter gerade oben raus ist und unten ist nur noch einer drin geblieben und dann sieht es aus, wie wenn ein Punkt zum anderen Punkt läuft? Ich hätte jetzt eben auch nichts sagen können, aber ich habe auch mal zeitweise auf diese Karte da geschaut und da war ich der letzte Imposter und dann sind da auch Punkte einfach so von A nach B. Ja, also, das sieht manchmal so aus. Also es gibt Gebiete, wo der Punkt nicht angezeigt wird. Genau, es gibt immer nur, wenn du im Raum drin bist. Und Counter ist nicht gewendet, weil ich war bei ihm als Geist. Und wenn das Counter einfach in dem Moment rausgegangen, wo dann Zünni und Flo in den Raum reingegangen sind und das wirkte dann... Genau, das war ein Zufall. Das sah so aus, als wäre einer gewendet. Ja. Deswegen mit dem Admin-Tab kannst du nicht feststellen, ob jemand gewendet ist. Da bräuchtest du halt das Ding auf Mira Haku mit den Druckplatten. Zünni, du fehlst noch? Perfekt. Also. Lügenpresse. Okay. Sollen wir später auch noch eine Runde Hide and Seek spielen, wenn wir noch so zu dritt, zu acht sind? Was für ein Ding? Hide and Seek kennt ihr. Erkläre ich später. Also Verstecken spielen kenne ich schon, aber. In Among Us oder was? In Among Us. Achso, dass man sich irgendwo versteckt und dann. Okay. Dass man weiß, wer die Imposter sind und. Ja. Genau. Das ist auf der Map hier aber nicht so lustig, finde ich, aber naja. Okay, let's go. Let's go erstmal. Okay. Let's fucking go. Nächste Runde. Let's go. Der nächste Selbstmord von Conan Kuhn 88.
Ja. Erweiterter Suizid. Oh. Autoerotische Asphyxie. Together with Flo. What the fuck, Alter? Hä? Wieso stehst du? Achso. So stehst du. So, wo gehe ich hin? Wo tue ich jetzt so, dass ich was hätte? Soll ich ihn einfach direkt killen? Das wäre jetzt eine Gelegenheit gewesen. Scheiße. Ich hätte ihn vom Reinlaufen vielleicht. Gefährlich. Gefährlicher Kill, aber ich bin riskant hier unterwegs. Und je länger es jetzt dauert, bis die gefunden wird, umso eher kann ich mich hier... Okay. Ist tot? Das ging schnell. Zwei? Krass. Okay, ich glaube, es ist... Einfach von der Geschwindigkeit würde ich einfach glauben, es ist Con, weil der Cock... Tatsächlich? Der Cock immer so schnell. Also erstmal Dani lag zwischen Reaktor und Security und tatsächlich ist der Einzige, den ich am Anfang in die Richtung hab gehen sehen können. Ja, ich auch. Das kann ich bestätigen. Der ist am Anfang nach unten links abgestratzt und ich bin dann halt, ich war kurz in Elektrik und hab da was gemacht und hab den Conan weiter verfolgt und auf dem Weg lag halt eine Leiche. Also es muss nichts heißen, aber... Ich war am Ende mit Fight in Elektrik und wir sind beide von rechts gekommen und ich hab auch vorher gesehen, dass Conan vor einiger Zeit schon nach links ist. Also ich hab kurz gedacht, dass du mich getötet hättest. Weg ist. Ist Conan wieder gemutet? Nein, ich höre euch zu. Nee. Okay. Ich glaube, dann ist die Auswahl klar, ne? Also. Ich war irgendwann im Admin und da habe ich verweilt. Und sagen wir es mal so, ich kann sagen, dass es Fight nicht war. Es sei denn, das war so ein ganz, ganz merkwürdiger Event. Ich fand das Argument interessant, dadurch, dass es schnell Fight ging, bin ich es. Fight war es nicht. Wo war die jetzt? Ja. Nico, wo warst du jetzt nochmal? Ich war am Anfang in Admin. Hab da meinen Car-Swipe gemacht und bin dann runter und dann in Electrical mit Fight. Und da war der, ja? Okay. Ja, ich war am Ende in Admin und... Fight war auch noch nicht in Electrical, sondern ist erst auch von rechts mitgekommen. Also er war es garantiert. Zuni hat keiner, das war Conan, ne? Zuni hat keiner gefunden. War das in der Nähe, oder? Nee. Okay. Also ich habe Zuni nicht gesehen. Alles klar, ich hab Dani gefunden. Auf einer Skala von 1 bis 88, wie schuldig bist du? Null. Null. Wobei also null das Schuldigste ist. Gar nicht auf Tut mir leid, Conan. Aber ich muss dich. Tut mir leid, das wenn du es. Das war ein Geständnis, eindeutig. Also, wenn es nicht Conan war, dann war das halt unglücklich. Ich finde das Argument interessant, weil es so schnell ging, weil ich es aber. Nee, wer war da noch in der Nähe? So weit unterstütze ich nicht. Ich gehe rein von dem. Ich habe gesehen, dass du in die Richtung gegangen bist. Ja, wo wurde denn die Leiche gefunden? Ich habe noch gar nicht gefragt. Aber ich habe eh schon gewollt, eigentlich braucht ihr zwischen Reaktor und Security. Zwischen Reaktor und Security, okay. Also im Westen zentral. Okay. Wir haben jetzt alle gewartet. Conan musste halt. Also, dann war es halt unlucky, dass du in dieselbe Richtung gegangen bist, wenn du es jetzt nicht warst. Wenn das jetzt nicht war, ist Pech. Da muss man gucken, wer da noch war. Kommen wir am nächsten Talk dann. Ja. Schnacken. Also, es waren auf jeden Fall auch nicht die in Electrical, also von daher. Das Narrowed ist schon etwas down. Okay. Ich weiß, der Fight und wer war noch in Electrical? Ich. Wer ist ich? Nico, okay, ja, danke. Überleg gerade, ob wir immer noch nicht. Ich immer noch nicht. Du über den Weg wir wissen immer noch nicht, wo Zinni liegt. Mach dich ein bisschen sass gerade. Okay. Du könntest ihn dann töten und dann da unten. Na, ich bin mir nicht sicher. Ich wollte mal für dich. Okay. Wie gesagt, aus meiner Perspektive können es halt nur du, Flo oder Ricky sein, wenn die in Electricals nicht waren. Damit habe ich hoffentlich ein bisschen zumindest den Verdacht auf ihn gesetzt, falls jetzt irgendwas wieder passiert. So, jetzt kann ich sabotieren und Flo unterstützen, in der Hoffnung, dass ich richtig sabotiere. Flo richtig unterstützen. Cool. Flo hat jetzt halt nur eine Möglichkeit, er kann immer nur einen killen, na, das ist das Ding. Solange hier zwei zusammen sind... Die machen. Jetzt geht er mit Fight da rein. Okay, er geht nicht mit Fight da rein. Ich will ihn halt auch nicht sabotieren. Das ist das Ding. Ich will ja nicht Flo sabotieren, sondern die anderen. Ich bin da jetzt ein bisschen skeptisch. Kann ich einfach zu... Wie geht es denn jetzt hier zuzumachen? Ah, ne, hier sind zu viele drin, oder? Ach, hier hätte ich zumachen. Ja, okay, verstehe.
Ich hab's ver. Ah, die haben eine Regeneration. Okay, die haben eine Regenerationsdings. Shit. Oh, er hat ihn sowieso gekillt. Okay, er hat ihn trotzdem gekillt. Ich wollte noch die Tür zumachen, dass er rauswenden kann, aber vielleicht wäre es sogar am Ende Sass gewesen. Vielleicht hätte ich ihm damit sogar was verbaut. Ich will ihn lieber nicht. Ich will da lieber nicht. Die Leiche war in Electrical. Reingrätschen. Flo ist von unten gekommen, also würde ich suspekten, dass Flo es war. Scheiße. Der ist mir entgegengekommen. Ich bin von oben gekommen. Also. Bist du's? Okay, gut, dann könntest du. Ich stelle erstmal Folgendes fest: Conan war richtig, weil sonst wäre die Runde vorbei. zweite Sache, ich vertraue Veit. Also macht das unter euch aus. Oder votet mich, wenn ihr mich so findet. Stimmt, dadurch, dass ich das ja. Oh nein, das ist richtig. Dadurch, dass ich jetzt als. Also, was habt ihr denn gemacht? Dadurch, dass ich jetzt praktisch approved bin, es ist sogar blöd, dass ich Xehanort versucht habe, dann zu ziehen. Weil das ist nicht getan. Es ist entweder Xehanort oder Flo. Hätte ich nicht machen sollen. Aber ich würde sagen, dass es Flo ist. Wo warst du vorher? Das würde mich jetzt interessieren. Weil ich habe dich ja dann zuletzt im Security gesehen. Ich war die ganze Zeit im Security. Dann bin ich runtergegangen zu den Lights, okay, um die zu fixen. Und da war halt die Lights. Aber die Lights, Moment, die Lights waren noch gefixt. Nein. Doch. Auch. Das Licht war wieder an. Das ist okay. Richtig. Also mit der Antwort, du wusstest nicht, ob das Licht an oder aus ist. Nein, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Kann auch sein, dass sie gefixt waren, aber warum war dann jetzt hat er sich vor allem selber Sass gemacht. Ja, aber du wären die Lichter noch, also du hättest doch sehen müssen, ob die Lichter aus sind oder nicht. Es sei denn, Flo hat mich nicht getötet, weil er gerade eben Nico getötet hat und deswegen einen Cooldown hatte. Sonst hätte er mich, glaube ich, auch in Admin töten können. Wieso hätte ich? Ich bin kein Imposter, wie soll ich dich töten? Ich bin von oben in Security rein, hab dich gesehen und du hast auch auf diesen Fernseher geguckt, dann bist du nach unten und dann findest du die Leiche, nachdem das Licht angemacht wurde. Wer sagt mir jetzt, dass du ihn nicht getötet hast, nachdem er das Licht angemacht hat? Also wer von euch beiden war sich gerade nicht mehr sicher, dass das Licht aus war? Ich war es. Ich war mir nicht sicher. Ich dachte, es wäre noch. Also ich habe gesehen, dass das Licht angegangen ist. Als ich reingekommen bin, habe ich nur die Leiche gesehen. Also das wirkt auf mich schon hardcore sass, weil normalerweise als Innocenter bekommst du schon mit, dass das Licht aus ist. Hätte ich jetzt behauptet, aber I don't know. Ich hab doch mitbekommen, dass das Licht aus ist, deswegen bin ich zu elektrisch. Ja, aber das war es auch wieder anders, meine ich. Aber das war ja. Nee, am Ende war. Das war doch. Das hat Sekunde da, da danach, hat jetzt Flo böse in die Karten so gespielt. Da hat jetzt Flo böse. Also das Licht war definitiv schon eine Weile wieder an. Ja, ja. Das war schon locker 10, 20 Sekunden an, ehrlich gesagt. Nein. Ja. Doch. Och, safe. Ich glaube, du hast sie gekillt und hast dann einfach einen Report gemacht. Das ist meine Meinung. Keine Ahnung. Ich kann mich auch irren. Denk nochmal drüber nach. Ich habe Conan rausgewählt. Gut, ich habe Conan auch verdächtigt. Ich habe auch eben jemanden rausgewählt, als ich im Buster war. Es ist Fight. Warum bin ich denn jetzt? Jetzt hat er sich erst recht gegeben. Oh, das war's. Nice. Nice. Ich fand das mit dem Licht so, sorry. Sehr nice. Sehr scheiße. Nice. Achso. Er muss noch einen Kill machen und das war's. So, Jungs. Na dann, geht mal zum Reaktor. Der zweite muss kommen, dann killt er ihn und das war's. Oder die warten jetzt natürlich. Und trauen sich nicht. Aber dann läuft's ja aus, dann war's das auch. Ja, nice! Hab's doch gesagt. Ja, so geht's auch. Ja, so geht's auch. Wenn ihr natürlich nicht den Reaktor ausmacht, dann ist das gut. Ja, scheiße. Aber ich meine, ihr hattet das Problem, dass ihr jetzt nur noch einen zu Ich habe die ganze Zeit versucht, diesen Notfallknopf zu drücken, weil für mich relativ sinnlos war, jetzt da noch weiter rumzulaufen, aber das ging ja nicht. Ich habe geschaut, dass ich schnellstmöglich den Reaktor aktiviere.
Hätten wir den Ritter auch nicht mehr genug Zeit gehabt, zum Knopf zurückzulaufen, bevor der uns gekillt hätte. Also von daher, ja, mein, das war, also das, ihr hattet eigentlich verloren, weil wenn ihr hinlauft, ja, habt ihr verloren, weil ihr einen, genau, killt und das war's. Deswegen, ja, habe ich einfach nichts gemacht, weil wir hatten und wenn verloren. Ihr nicht hinlauft, war es das auch. Ricky, du hast dich komplett, genau, ins Aus manövriert mit der Aussage. Welche, ja, Aussage? Aber es war so, Ich will Ricky so in Schutz nehmen. Flo hat sich so verdächtig gemacht, wie er so bei dem ersten bisschen, wie Ricky irgendwie sich verdächtig auch nur, genau, ansatzweise gemacht hat, direkt so bam, vote. Ich dachte auch zuerst, Flo wär's, aber dann kam die Aussage, hä, nee, wieso, das Licht war doch noch raus. Vor allem Flo hat einfach gesagt, nee, ich kam von oben. Ja, ja, genau, ja, stimmt. Die ganze Zeit hast du ihn komplett in als Sass und dann sagst du nur so, nö, du, ich war von oben. Nicht, weil ich nicht wusste, Lüge, ob das Licht aus ist oder nicht, hat mich verwirrt. Das hat mich so hardcore verwirrt. Ich glaube, habe ich Zinni da getötet? Ich glaube, ich habe Zinni da im Electrical getötet, nachdem man das Licht... Nein, das war Nico. Also Nico, ja, stimmt. Ja. Ich habe noch überlegt, ob ich die Tür zumachen soll oder nicht, oder ob ich dich dann damit behindere und dann hast du ihn einfach schon gekillt. Dass ihr euch an solche Unwichtigkeiten wie ob das Licht war, das Licht an oder aus. Ja, naja, das Ding ist, als das ist doch als Innocenter zuerst drauf, ob das Licht an ist oder nicht. Das ist doch das Erste, was dir auffällt. Mich gerettet, wirklich. Normalerweise. Nein, das Erste, was mir auffällt, ist, dass da eine scheiß Leiche im Electrical ist. Das ist das Erste. Hast du sie gesehen oder nicht? Schon dadurch müsstest du auch merken, dass das Licht an war. Naja, genau, also wenn es nicht aus ist, siehst du wirklich praktisch nichts. Ich hatte eine Limited Vision, deswegen okay. Okay, vielleicht. Ja, ist ja okay, ich lag falsch in auf meiner jeden Fall, auf jeden Fall well played von Flo jetzt zum Schluss. Ja. So, nächste Runde oder was? Nächste Runde. Yes. Und ich muss mir merken, wenn ich zu bald kille, mache ich mich automatisch sass. Ja, Alter, Conan, das war ja faszinierend, ey. Ich wollte schon sehr erneut, ich bin einfach verrutscht, der ist mir uns schon entgegengekommen, da wollte ich ihn schon killen, das hat nicht funktioniert. Ich dachte, okay, ich laufe schnell weiter und dann kam mir Dani noch entgegen und ich dachte, jetzt treffe ich aber die scheiß Taste. Du musst aber doch sehen, dass da, also du bist ja sogar mit den anderen Leuten erst zusammen gewesen und bist mir dann entgegengekommen. Das heißt, da kann ja eigentlich niemand, es geht ja gar nicht anders als dich zu verdächtigen, wenn dann da auf einmal. Naja, theoretisch kann man ja auch durch die Gegend wenden. Ja, aber ich hatte dich auch nicht schon eine ganze Zeit lang verfolgt gehabt. Also ich wusste ja, in welche Richtung du unterwegs bist. Das war schon ein bisschen auffällig, leider. Ja, ist richtig. Da musst du, wenn, dann self-reporten. Aber... ist richtig. Ja. Aber ich will möglichst schnell einen Kill haben. Das ist aber auch dann Timing-Sache und zum Teil auch Glück. Muss ich mir abgewöhnen. Ja, das stimmt natürlich. Okay, los, weiter. Okay, next round. Jo. Mal kurz was trinken. Alle Flaschen rein. So, das First, war wieder meine Imposter-Runde. Für die First Bloods, die an mir gemacht hat, weil sie zu fahren. Jawohl, da kommt wieder Besatzung. Sehr schön. Buff Food rein und ready check. Jetzt mal geht's direkt los so, hier. Oh nee, dieser Scheiß Dreck da. Oh, und dreimal verdrahten ist auch wieder dabei. Chillig. Achso, hier oben steht ja sogar, wo das ist. Dann weiß ich da... weiß ich da ja... Entschuldigung. Weiß ich da ja grob auch, was los ist. Es ist schon wieder Khan. Das ging schnell. War der nicht gerade bei mir gestanden? Nee, ich bin's nicht. Ich hab aufgepasst, aber die Leiche liegt vor Navigation, ist es, glaube ich, im Eingang. Und hast du noch irgendwas gesehen, Zinni, oder? Nee. Also Fight hat gerade in O2 einen Task gemacht, dann habe ich da auch einen Task gemacht und dann kam der Report. Der muss also. Ja, ich weiß, dass mir jemand auf dem Gang zwischen O2 und Navigation entgegengekommen ist, aber ich weiß die Farbe nicht mehr. Wer war alles jetzt? O2, Conan und Zinni. Und noch also irgendwer. Nico, noch irgendwer. Nico ist noch mehr. Nico, okay, ja, das klang ja gerade so. Auf jeden Fall clear, weil er nicht in der Nähe war. Also genau, ich habe es nicht gesehen, ich war nur in Cafeteria und Admin. Wer hat's nicht gesehen? Weil ich war auch gerade Cafeteria. Wo warst du? Ich war Cafeteria und hab da den Download gemacht und bin dann zur Admin gegangen, hab da den Upload gemacht am Ende. Okay. Also sind wir jetzt gerade nur bei Conan und Zinni. Scheint so. Und also noch jemand, war genau, da ja. Ich meinte auch gerade, da wär noch einer hingekommen, richtig? Wo war denn Dani? Du hast mich doch gesehen, Nico, oder?
Du bist Lower Engine reingegangen, da habe ich unten den ja, zweiten ja, richtig, Teil. Ja, richtig, richtig, du warst das. Und ja, ich bin ich dann nach weiß oben nicht gegangen. Mehr, wer das war. Das stimmt, das warst du dann, also, ja. Also Nico hatte, ja. hatte die erste Task wie ich. Also wir haben erstmal die Wire gefixt, dann musste ich halt zum Kanister und dann ist er schon Richtung Electrical gegangen. Von daher ist er schon safe. Also hat er nicht Fight gekillt, weil er, glaube ich, gar nicht in der Richtung gegangen ist. Und ja. Dann hat er wahrscheinlich Dani getroffen. Keine Ahnung. Ja, genau. Das stimmt dann. Ich wusste, dass da jemand war, ich wusste nicht mehr, wer. Ja, ich habe diese Feinjustier-Dinger da in den Engines gemacht. Aber wir müssen jetzt ja auch nicht voten, ne? Ja, also wir können auch skippen. Ja. Aber es ist halt trotzdem Conan oder Zuni wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich Conan, das ist so schnell. Aber haben die sich nicht so schnell, haben die sich nicht in die Geschwindigkeit, die mich saß mal. Okay, also ich kann nur sagen, ich war es nicht. Ob ihr mir das glaubt oder nicht, ist eine andere Geschichte. Conan, hast du Zuni die ganze Zeit beobachtet, schnell jetzt? Habt ihr euch die ganze Zeit gesehen, oder? Nee, ich dachte, dass ich Veit gesehen habe, dass der mit mir an den O2 einen Task gemacht hat und dann war Veit tot, aber es kann auch Zuni gewesen sein. Es war eine dunkle Person auf jeden Fall. Es kann natürlich ein Self-Report von Zuni gewesen sein, aber ja, wer auch immer. Also da war noch ein Dritter, ne? Okay, alles klar. Also für mich war da nur Veit und ich, deswegen keine Ahnung. Aber kann auch sein, dass ich das jetzt mit Zuni verwecke. Ich muss still sein. Ja. Muss ich denn überhaupt hin? Ach da. Ups, habe ich reingequatscht, das wollte ich natürlich nicht. Oh nee! Ich meine, ich mach das gleich hier. Lasst mich hier kurz rumdingsen. Okay, die gehen schon hin. Alles gut. Kurz beobachten, ob da ein Tod plötzlich passiert. Alles gut. Dann machen wir den da oben noch schnell. Wenn da keiner. Oh Gott, wenn keiner hin. Ist es keiner da? Was ist los mit euch? Jo, es geht echt keiner hin. Was ist los? Schnell. 5, 1, 3, 0, 7. Ab dafür. Bruder, war das knapp. Jetzt kann ich den Quatsch zu Ende machen. Mein Gott, war das gerade knapp. Lager habe ich eins. Nico? Oha, was? Nico war's. Ich habe Nico gerade Conan killen sehen im Storage. Jawohl, krass. Ich habe nur gesehen, wie Conan noch von mir weg, von den Shields weg in Richtung Storage gelaufen ist und ich bin Richtung Electrical gelaufen, dann war das jetzt das Self-Report. Ja, und ich habe nämlich Nico und Conan zusammen rumlaufen sehen und ich bin dann nochmal umgedreht und habe geguckt, was sie da machen, weil dann lag Conan da noch tot. Aber hast du jetzt Nico gesehen, wie er gekillt hat? Ich habe es gesehen. Hat er überhaupt nicht. Ich war schon auf dem Weg zu Electrical. Ja, du standst noch mitten im Storage. Laber nicht. Conan war gerade vor dem hier Shoot, also wo man den Garbage rausbringen kann. Ja, Conan ist da oben. Ich bin weiter Richtung Electrical und du bist zu Conan. Aber ich hab seinen Körper quasi umfallen sehen und du bist dann gerade so nach links weggegangen, aber das ist so, dass noch offensichtlich war, dass du was warst. Auf der anderen Seite Nico und Conan und Duxean, wir waren ja alle, sind da so über Shields Richtung Storage runtergelaufen. Correct. Ich war ganz hinten. Und warum? Wo war denn das im Storage? Unten? Nee, warte mal ganz kurz. Warum sollte Nico, wenn er es ist, er hat ja auch gesehen, dass Xean mit dabei ist, warum sollte er dann Conan killen, wenn er sieht oder weiß, wissen könnte, dass Xean hinterherläuft? Weil ich angetäuscht habe. Ich habe so getan, als würde ich nach oben weggehen, bin aber umgedreht und wieder nach unten gegangen. Und dann habe ich gesehen, dass er gerade Conan abgemoxt hat, weil er nämlich dachte, dass ich gerade weggegangen bin. Gut, das wäre plausibel. Du hast angetäuscht, weil du dachtest, ach, du kannst hier keinen killen, wir sind zu zweit. Dann hast du gesehen, dass ich weglaufe und bist zurück. Nee. Und hast Conan abgemoxt. Ich bin von Storage nach oben und ich habe dich nicht nach oben laufen sehen, Xar Hanot. Wann war ich bin quasi kurz vor Admin gewesen, bin dann wieder sofort wieder umgedreht und nach unten gegangen. Also ich war quasi kaum nach oben gegangen. Kaum oben, ja. Okay. Muss man sich auch erstmal ausdenken, ne, die Story, die Xian. Wenn's nicht stimmt, sehr kreativ. Nee, ich meine nur, wenn es so ist, muss man sich das aber auch erstmal ausdenken. Also es wäre schon krass als Fake-Play irgendwie. Ich weiß nicht, bin da eher tatsächlich auf Xians Seite. Und wird jetzt auch Nico claimen, aber ich weiß nicht genau. Fairerweise muss ich übrigens... Wir können noch skippen. Was hast du gemacht? Ist das jetzt klug? Man muss wählen jetzt, ne? Das ist, glaube ich, besser, ne?
Ich hab gefragt. Ja, weil es noch zwei Imposter sind. Leute müsst ihr wählen. Oh. Okay. Verdammt. Es sind noch zwei Imposter, deswegen wir müssen wählen. Und wir müssen richtig wählen. Wollen wir auf Nico gehen? Nee, damit haben wir doch schon verkackt. Also, die zwei Imposter werden wohl dasselbe voten, oder nicht? Ja, yeah, deswegen müssen alle Crewmates müssen jetzt richtig voten. Und ich sag, ich hab gesehen, dass Nico Conan gekillt hat. Nico hat Conan gekillt. Das hast du gesagt. Was, wenn ich jetzt skippe? Weil ich nicht weiß, jetzt, wer das ist. Dann verlieren wir. Warum? Ja, weil noch zwei Imposter übrig sind. Jetzt wähle Nico. Ja, jetzt ist zu spät. Danke. Nein, was? Oh mein Gott. Danke. Das war's. Vielleicht hat Zuni jetzt auch so Fake geskippt quasi. So von wegen, ist mir mehr egal. Aber auch. Das ja, dann verliert, halt, der verliert halt die Runde. Ist okay. Kann man machen. Kann man mal bringen. Das war's. Ja, komm jetzt, call halt den Emergency, Alter. Wer sollte jetzt? Ich versteh's. Das ist schon lustig. Das ist schon lustig. Eigentlich kann ich auch zugucken, ne? Ich brauche meine Tasks zu machen, das schaffen wir nicht mehr. Weil das ist doch ein Scherz, Alter. Und du läufst, ja. Was zum Fick? Flo! Oha! Oha, krass! Das war schon nice. Two in a row, ey. Wer hat nochmal Skip gewotet? Tüni hat versehentlich Skip gewotet, hat er gesagt. Tüni, du hast mich übrigens am Anfang nicht gesehen. Warst es doch nicht du? Ja, war es Tüni. Nein. Es war eine dunkle Person, ich dachte, es warst du. Ich war das. Ja. So viel gehört zu deiner Gesinnung. Aber lustig, dass ich direkt wieder sass bin, nur weil ein schneller Tod kommt. Wo ich gerade noch sage, ich muss darauf achten, dass ich das nicht mehr mache. Fun Fact, wo ich noch Nico und Conan nachgegangen bin, dachte ich, Nico fällt tot um, weil ich dachte wirklich, es ist Conan, aber nee, war andersrum. Ja, ich weiß nicht, wie ich es da noch irgendwie rausgeredet Du hast dich krass, enorm interessant rausgeredet, aber du hast es geschafft. War krass. Ja. Ich habe zum Glück doch auch noch ein bisschen mitgewirkt, weil ich dann geskippt habe. Ja, das Problem war wirklich, dass es schon... Es war zwei Imposter gegen drei Crewmates, also es war... Das Problem war, dass wir nicht skippen in dem Fall, aber das passiert halt. Ja, aber es war schon witzig, Ihr hättet mich schon eigentlich rausholen müssen, aber. Weil das war einfach dumm. Ich habe wirklich nicht gecheckt, dass da einer direkt dahinter kam. Ja, das war einfach angetäuscht von mir. Also ich habe mir schon gedacht, dass da unten gleich einer tot umfällt und ich bin einfach weggegangen. Ja, richtig gut auf jeden Fall. Richtig, gleiche Runde habe ich bei der Way auch. Ich sehe so Nico, wie er wegläuft. Ich gehe hin und ich sehe so, okay, Nico kommt zu mir. Nico, zack, tot. Ja. Ich glaube, in der gleichen Runde habe ich auch jemanden im Electrical getötet und bin dann hoch. Ja, mich. Sorry. Ja. Genau. Ja, das, okay. Oh, wow. Ich hatte echt Glück, dass ich schnell in die Cafeteria konnte. Echt Glück. Ja. Okay, next round. Ja, let's go. Right. Gut. Right. Zack. Ein neuer Jan, zweimal hintereinander. Ja, stimmt, krass. Aber du gewinnst. Das ist der Unterschied. Ach, diesmal haben wir hier was. Machen wir jetzt direkt. Ach, Scheißdreck. Ah ja, Alpha Dran ist auch wieder dabei. Ja, moin. So, jetzt machen wir den Daten-Upload. Machen wir gleich, dann ist der Mist weg. Wie will das Ding? Oh, Zuni. Wobei, da ist eine Task. Ne? Ja, da ist eine Task. Alles gut. Könnte ich ja. Oh, okay. Okay. Dani war es nicht. So viel kann ich sagen. Flo war es auch nicht, ja. Wo wurde die Leiche gefunden? Zeit... Nico? Stimmt. In Electrical. Und Veit stand einfach daneben. Dann warst du es, weil ich war mit meiner Tat beschäftigt. Ja, klar, mit der Task beschäftigt das, und nicht gesehen. Aber er hat schon recht, wenn er die Task macht, kann er schon sagen, dass er es nicht gesehen hat. Wie soll ich das sehen? Es war direkt daneben. Nico, ja. Von den Report-Button gesehen haben. Nico, von wo bist du gekommen? Nur so, um das abzuklären. Von Storage. Aber also warum Mitte sollte... runter und dann warum sollte Counterfight nicht dann sich in irgendeiner Weise verpissen? Ja, das weiß ich nicht.
Also ich finde es jetzt nicht so eindeutig dadurch. Mhm. Ja. Wie gesagt, ich war da mit meiner... Hallo? Also, ja. Ja. Ich war mit meiner Task zugange. Welche? Also von daher, ich habe da nichts gesehen. Welche Task hast du gemacht, ja? Ja, gute Frage. Okay, alles klar. Ja, das ist jetzt... Was hat man in der Task denn gemacht? Also so grob umschrieben. Das ist jetzt... Das ist jetzt doof, ne? Doof, vor allen Dingen, weil ich kein Imposter bin. Ihr werdet sehen, das ist falsch. Oh Mann, scheiße. Von daher, bitte wählt dann Nico raus. Okay. Heftig. Muten, Hilfe. So. Jetzt. Also, wenn das jetzt wirklich nicht Counter war. Ich meine, hier oben sind drei Tasks. Hier ist die mit den Drehknöpfen, hier ist die Wired und aber man weiß ja auch, welche man gemacht hat. Also nicht zu wissen, welche Task man gemacht hat, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich bin ganz fix zu O2. Wir haben vorhin gesehen, wie schnell das passieren kann, dass das mit O2 schief läuft, ne? Hier Nico geht O2. Der ist gefixt. Wir müssen oben hin. Okay, beide sind gefixt. Na, dann mache ich aber gleich jetzt hier mein Dings mit. So. Und dann habe ich... Hä? Was? Sag's doch. Das war übrigens der Download, mit dem ich beschäftigt war. Wieso sagst du das nicht? Ding. Weil ich Brain AFK irgendwo drauf geklickt habe und nicht mehr wusste. Nick, das tut mir echt leid. Ich wollte Fight killen, aber ich bin aus Versehen gewendet. Ja, ich dachte so, es war ein perfekter Double Kill. Wir waren beide da. Habt ihr jetzt gerade alle gekillt einfach? Scheiße. Also ich habe noch am Leben, aber es waren wahrscheinlich 2-2, ne? Ricky und ich waren beide in Electrical mit Fight und noch jemanden und ich denke so, okay, Double Kill, ich kill ihn und wir stehen einfach alle so 5 Sekunden rum und niemand macht was. Und ich denke mir so, hä, was ist jetzt los? Ja, aber Fight im Task. Aber das ist halt wirklich so, wenn du im Task bist, siehst du das nicht, wie direkt neben dir einer umfällt. Das ist halt auch eine gute Taktik. Ja, aber es hat mich halt sehr verwirrt, dass er nicht einfach sagen konnte, was er gemacht hat. Es war halt super witzig, weil wirklich, ich habe ihn halt gekillt, da standen 4 Leute rum und keiner hat irgendwas gemacht und dann wendet Ricky plötzlich und ich denke mir so, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich hätte auch nicht mehr sagen können, welchen von den drei Tasks ich gemacht habe, als ich gerade umgefallen bin, weil ich hatte alle drei auf dem Zettel. Ja. Ich habe auch drei oder so hintereinander gemacht kurz und ich wusste nicht mehr, welcher jetzt war. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was für ein Task ich jetzt überhaupt da gemacht habe. Ich hätte jetzt halt gedacht, gerade weil mit der Bild, weil du sagst geholt. Noch, das Bild war so groß, dass du halt nicht sehen konntest, dass du dir dann auch noch gemerkt hast, was es für ein Bild war, was du da gerade gesehen hast und nicht nur so ein schwarzes Kästchen im Kopf hast, was alles verdeckt hat. Ich schreibe hier mit, was ich hier gerade mit Tasks mache, ey. Ich hoffe, die Polizei steht niemals vor meiner Haustür. Und fragt, was für ein Alibi hat. Waren sie denn da zu Hause? Nee. Das ist jetzt gerade schlecht. Und wo waren sie? Da habe ich mit der Frage was Gutes bewirken wollen und habe damit erst recht ich das gemacht. Das war blöd. Ich war gerade im Burger-Restaurant, ja, und wie sah das aus? Ja, so keine Ahnung. Was haben sie da gegessen? Pizza. Ich habe aber auch ein schlechtes visuelles Gedächtnis. Ja, alles gut. Kann ja passieren. Das war jetzt gerade nur das absolute Aus. War das Licht an oder aus? Ja, genau das. Conan, wie viele Minuten bist du? 43. Wir können gerne noch eine Runde machen. Jo. Ja, klar. Los, echt zwei schnelle Runden, die wir gerade hatten. Ja. Ich wäre gerne nochmal Imposter zum Schluss. Conan ist eben gemutet, warum auch immer. Hallo? Jetzt los geht. Ist jemand geleftet? Ja. Warte mal. Wir sind nur 7. Conan ist immer noch da. Ja. Ah, Dani ist raus. Das hier war links. Hä? Ach so. Ach, ich... Alter! Ich habe im südlichen Ende der Cafeteria den toten Dani gesehen.
mein letzter Task, den ich gemacht habe, war der Download. So, okay, Dani ist wahrscheinlich also rausgeflogen und deswegen ist er auch gleich das erste Opfer geworden, weil er einfach stehen geblieben ist, schätze ich mal. Muss Dani reinziehen. Ich will erstmal noch in Voice. Ach, ich muss Dani, ja, stimmt, ich muss Dani in Discord reinziehen, danke. Muss er dann nicht? Achso, ja. Ja, er muss jetzt eigentlich ruhig sein. Dani muss jetzt ruhig sein. Ja, Dani, du bist tot. Auch wenn du es nicht mitbekommen hast. Du, ihr meintet jetzt am unteren Ende von Cafeteria, ja? Genau, da wo es dann in den Gang reingeht. Ach, scheiße, ich hatte jetzt nicht richtig. Ah, da ist er sogar noch ein bisschen laufen, hat er sogar ein bisschen laufen können. Ich war nämlich. Und in... noch irgendjemand war mit mir in Admin. Ich weiß nicht. Ja, ich versuche, ich schalte Admin. Immer dieser Scheißkarte. Ich glaube, wir waren alle in Admin. Also, ich war im Admin. Ich war gerade am Table. Ich bin vor Dani rausgelaufen und war schon elektrisch. Also, ich war in Navigation. Also, schon ziemlich weit weg. Ich habe jetzt gerade gar nicht aufgepasst, weil wir jetzt wegen Dani wer ist denn und als so. Letzter, wer ist denn als letzter in Admin reingekommen? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer nach mir gekommen ist. Oder ob jemand nach mir gekommen ist. Ich weiß es auch nicht. Okay. Na gut. Also für mich im Moment eine Situation zum Skip. Ja. Ja. Wir waren jetzt auch alle verwirrt irgendwie, weil Dani aus dem Voice raus war. Ja. Also es muss auf jeden Fall ein cleverer Imposter sein. Sind alle also, mittlerweile clever. Conan kann es schon mal nicht sein, so clever kann er nicht spielen. Frech. Schutzfeld. Mit einem Gangkill ist meine Spezialität. Bitte nicht töten. Vielleicht ist einfach nur der andere klug. Stimmt. So, krieg ich jetzt diese Scheißkarte endlich hin. Ich hasse diese Karte. Ja, wieso denn nicht gleich so? Oh Mann. So, Kommunikationes. Das ist wieder dieser blöde Download. Und dann haben wir wieder den Upload. Ach, geh heim. Reaktorschmelze. Je schnell Reaktorschmelze gehen dann. Gar keinen Bock. On my way. Oh Gott, das wird knapp. 15. Hi Flo. Halt läuft auch hoch. Okay, ihr macht das. Habe ich hier einen Task zufällig? Nö. Kann ich auch lassen. Da habe ich auch keinen Task. Elektrik habe ich zwei Tasks. Loop. Oh, ich hasse es. So. Okay. What the fuck? Also, hört man mich wieder? Ja. Da müsst ihr mir jetzt glauben, ich bin von Admin einfach rüber rechts zur Navigation und da lag der grüne Zuni. Okay, Ricky, Conan, Veit sind cleared, denke ich, weil die waren in der Nähe von mir auf der linken Hälfte. Ja, wir waren alle bei... Wir sind alle zum Reaktor gestürmt. Der Runde, oder? Ja. Zum Reaktor und dann in der Electrical gegangen. Ja. Wer? Flo, du bist erstmal nach Electrical gegangen. Ja. Gut. Ich war erstmal im Electrical und dann... Ich war auch danach in Electrical. Wo seid ihr denn hergekommen? Von wo seid ihr denn alle gekommen? Ich kam von unten. Wartet die gesamte Runde zusammen, oder... Fast. Also ich war einmal ganz kurz bei denen. Ich muss aber fairerweise zugeben, ich kam erst später dazu. Ja, ich hab dich in der Nähe vom Reaktor die ganze Zeit. Wir haben uns in der Nähe vom Reaktor gesehen. Dann bin ich Security rüber, weil ihr schon diese ganze Reaktor-Kram da gemacht habt. Ja. Ich hatte dich auch kurz gesehen, Flo. Ja. Toll. Wer ist anfangs nach rechts gelaufen? Das müssen wir ja nicht wissen jetzt. Ich war gegen Anfang mal, ich weiß gar nicht mehr, was ganz am Anfang war, es war eine lange Runde, aber ich war irgendwann mal rechts oben und da habe ich Xehan gesehen und dann ging Reaktor los und Xehan ist nach unten gelaufen, ich nach oben rum und dann am Ende war ich dann mit Conan, Veit und Ricky im Reaktor und in Electrical. Also es ist ja nur ein weiterer Tod, das heißt, der Tod kann jederzeit passiert sein und muss nicht erst kürzlich gewesen sein. Ja, aber ich denke, Xehan ist trotzdem relativ wahrscheinlich, aber nicht... Ich kam es kann sein, aber ich wollte nur sagen, dass wir jetzt in der Gruppe am Schluss zusammen waren, heißt letztendlich nichts. Ja. Selbst ich hätte am Anfang in Navigation laufen können, auch wenn es nicht war. Von wo aus wir da standen, war es untenrum schneller. Also dachte ich mir zumindest, aber kann sein, dass ich falsch lag. Da du ja offensichtlich vor mir angekommen bist, scheint es nicht schneller gewesen zu sein. Nee. Geben wir jetzt jemanden
Oder wo? Ich weiß, yes. Also das Problem ist, wir haben zwei Imposter und sind sechs Leute. Ja. Wir müssen. Und ich bin Xehan ist wirklich am sassest. Was hat denn Nico gemacht? War der auch mit beim Reaktor? Nico war mit beim Reaktor. Okay. Ich war da relativ schnell hier oben rum. Aber wie gesagt, es kann am Anfang der Tod passiert sein und dann ist egal, was passiert ist. Moment, ich habe jeden am Reaktor zu dritt oder zu viert beim Reaktor? Wart ihr zu dritt oder zu viert beim Reaktor? Zu viert. Wir waren. Ja. Tja. Okay, also Connen, Ricky und Nico waren beim Reaktor, angeblich. Ja. Und ihr wart die ganze Zeit beim Reaktor? Nein. Nee, halt nein. Nur kurz. Da haben sich halt alle gesammelt, dann haben wir gesehen, zwei Leute machen schon den Reaktor und dann haben wir uns wieder getrennt. Aber nachdem wir beim Reaktor waren, waren wir vier immer noch relativ zusammen. Also da war dann keiner mehr. Und da kam auch noch irgendjemand mit dazu, ich weiß jetzt nicht mehr, wer kam. Ja. Wir waren alle. Also der Kill muss vorher gewesen sein, behauptet ihr. Ja. Aber der Tod muss am Anfang passiert sein, meiner Meinung nach. Ja. Weil wir waren alle zusammen in der Nähe. Oder halt jetzt ganz zum Schluss und Flo macht einen Self-Report. Auch möglich. Ja, das denke ich. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, ich habe heute gar nichts gemacht. Esse. Jetzt hat Xehan noch rausgeholt. Okay. Mal schauen. Tschüss. Ich glaube, das war nicht gut, aber wir werden sehen. Ich glaube, das war nicht gut. Ich glaube, wir haben immer noch zwei Imposter. Aber ich weiß es nicht. Aber mit Selbstreport Flo, ich weiß nicht, es klingt so cool. Passt irgendwie nicht ein Selbstreport hier an der Stelle. O2 muss ich zweimal machen. Okay. Oh Gott. Okay, wer hat jetzt hier zugehört? Aber Fight hat sich jetzt nicht. Flo. Oh. Und 8, 2, 9, 2, 2. Bin bei Flo ein bisschen ängstlich, muss ich gestehen, weil. Aber gut, eigentlich Self-Report ist auch Quatsch. Leute, geht mal jemand zu Admin? Oh no. Oh no. Okay. Achso, man sieht das nicht, wenn einer. Ja. Bin doof. So, wo muss ich jetzt. Ah, Kommunikation. Oh, das kennen wir noch gar nicht. Ach, das ist hier. Scheiße. Sagen, das kennen wir noch gar nicht. Dann habe ich alle Tasks fertig. Okay. Dann habe ich alle Tasks fertig. Wusch! Und ab dafür. So, ich bin mit Tasks fertig. Jetzt kann ich eigentlich ein bisschen beobachten hier, ne? Zum Beispiel, was hier so los ist. 2. 1, 1. Ach so, gut. Das ist, das ist ja durchlaufen, durch die Gänge. Ich denke so, what the fuck? Ist jetzt los? Nee, also da werde ich ja bekloppt, wenn ich mir das angucke. Da gehe ich lieber zu den Kameras. Da gehe ich lieber Kamera gucken. Oder eine Leiche finden kann ich auch gehen. God dang it. Was? Oh fuck. Connen ist tot. Ich habe aber nicht Connen gefunden, sondern Nico. Connen war mein Clear, weil ich hätte gesehen, ich brauche mich gar nicht muten. Ups, jetzt wollte ich mich entmuten. Hier das Garbage rausgebracht hat. Okay, Flo ist der letzte Imposter. Ihr müsst ihn finden. Am Eingang von der Cafeteria. Das heißt aber, wir haben uns richtig entschieden und Xehanort war der Erste. Im Osten. Okay. Ja. Und wo kommst du her? Hier Weapons. Es war ein Self-Report mit. Also, wobei, okay. Wait, dann war es ein Self-Eingang. Also der so Counter gut, gesehen, weil ich war ganz im Reaktor. Schwierig. Was ganz im Westen? Im Südwesten war ich. Ich habe da gerade so eine Sicherung um 90 Grad gedreht. Schwierig. Im Electrical? Lower Engine müsste das gewesen sein. Lower Engine, okay, weil ich war im Electrical, bin dann hochgelaufen zum Reaktor. Hm? Aber ich hab dich da nicht festlegt, habt ihr verloren. Gesehen, weiß ich nicht, haben wir uns verpasst. Ja, das hätte ich gern gesehen. Vor allem bedeutet das doch, dass Flo beide Kills gemacht haben muss. Ja. Also, der Einzige, der da war für mich, war jetzt Ricky. So. Ich hab dich zwar jetzt nicht gesehen, Counter, da unten, aber. Aber Ricky hat dich ja auch nicht gesehen. Ich bin jetzt für Ricky. Weil irgendwie wegen Self-Vote.
Keine okay, Ahnung. Ich weiß nicht, wer von euch beiden das ist. Keine Ahnung. Ich weiß, dass es ich nicht bin, also. Ich kann es nicht wissen, von daher, ich rate jetzt einfach mal. Wen hast du geraten? Sag ich nicht mehr. Weißt also wen sollst du voten, Ricky? Also ich weiß echt nicht. Also. Ich weiß echt nicht. Ich weiß jetzt, dass Flo es ist, aber wenn Fight mich schon gewotet hat, dann ist schon vorbei. Du weißt, dass ich es bin. Wieso weißt du das? Du talkst einfach so. Super suspicious. Ja, okay. So, super, okay. Ja, kontrollieren so. Weißt du? Das ist, als ob du es schon wüsstest, du. Naja, du weißt schon ich weiß, wo ich war, und ich weiß, wo du warst, und Count habe ich jetzt bei mir nicht gesehen, deswegen, keine Ahnung. Das ist das Einzige, okay, woran ich festhalten kann. So. Okay. Ah, noch 40 Sekunden, ich kann noch überlegen. Du wirst mich voten, ja? Dann muss ich dich voten. Nein, ich weiß nicht. Ja, gut. Ich meine, ich vote Fight, weil... Ich vote Nein! Fight. Das kannst du jetzt entscheiden. Weil, wenn Fight jetzt mich votet, dann bin ich raus. Dann hättest du schon für mich gewotet. Du hättest ja keine Zeit verschwendet. Ich werde trotzdem für dich voten, weil ich glaube, Counter auch für dich gewotet hat. Es sei denn, Counter trollt mich, weil ich bin nämlich... Es ist ja egal, wenn er schon für Fight votet, ist die Runde durch. Der Imposter. Ja. Also jetzt habe ich schon verraten, scheiße. Das ist ja die Spannung raus. Einfach krank, Alter. Richtig gut. Geile Runde, Flo. Richtig gut. Wie ihr Schweine da einfach am Anfang zusammen rumgelaufen seid. Irgendwie Xern mich abschlachtet. Flo steht daneben. Das war richtig. Ich habe mich richtig schmutzig gefühlt. Ja, das war komisch. Ja, Mann. Ich dachte, so wegkriegt ihn. Habe ich das jetzt gemacht? Ja, es war blöd, dass ich dir noch zum Schluss in die Arme gelaufen bin. Das war so knapp vor dem Report. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das macht echt Sinn. Wäre ein bisschen langsamer gewesen, hättest du den Kill nicht ausführen können. Ja. Aber gute Runde schon wieder. Richtig gut. Hm? Sehr spannend. Ja. Los, noch eine. Counter hat das Beste gemacht am Ende. Also ich meine, ja. Noch eine Runde? Ich habe ihn viel... Ich hab... Achso, ja. Ich frag nur, wegen meiner 56 Minuten. Die Cafeteria-Mord war ziemlich früh. Könnt gerne noch eine Runde machen. Kein Problem. Okay. Ich wäre auch doch noch bei einem Part dabei. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber... Also Runde ja, Part nein. Okay. Dann wären wir nachher 7, dann würde ich mal schätzen, ist das die letzte Runde für die Session. Schauen wir mal, wie es läuft. Let's go. Zum Schluss hauen wir nochmal mit Fight ein paar Leute um. Okay, ich darf am Anfang nicht sofort killen. Das habe ich jetzt mittlerweile gelernt. Ich darf am Anfang nicht sofort killen. Alles andere ist blöd. So. Aber ich mach's trotzdem wahrscheinlich. So, wenn ich halt die Gelegenheit habe, keine Ahnung, das ist ganz blöd. Dann nutze ich sie. I don't know. Fake-Aufgabenkarte ziehen. Jetzt weiß ich nicht, haben das dann die anderen auch oder nicht? Ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Mal ein bisschen hier rumspielen. Ja, der Download, ne? Dann geht das Balkending ja eh nicht hoch, normalerweise, wenn man den Download. Das ist ja so immer die Strategie, dahin zu stellen und der Balken geht trotzdem nicht hoch. Nein. Ich wollte gerade den zweiten Kill durchführen. Aber es ist risky. Okay, krass. Oh, zwei. Also ich kann Dani schützen, nur mal so zu sagen. Dani das war letzte Runde genauso, ne? Dass wir am Anfang so. Ah ne, vorletzte Runde, als du auch Imposter warst. Aber ja, Flo ist die ganze gefunden Zeit. Und wo? Ich hab Sternhort im Westen in Reaktor gefunden. Uff. Reaktor. Ja. Ja. Ich hatte Conan. Conan ist Richtung Reaktor. Du bist mir gerade entgegengekommen aus der Richtung, ne? Aber nee, nicht aus der Richtung, aus Electrical. Ja. Aber du bist dann in die Richtung gelaufen und das war schon eine Weile her. Du hättest da
Naja, wobei. Nein, ich war noch nicht mal ansatzweise da oben. Da kam der Report. Nee, das war zu kürzlich, ja. Das heißt, du deckst im Prinzip so ein bisschen Connor. Ich wollte eigentlich auch gerade ein bisschen decken, aber als er mich jetzt so ein bisschen verdächtigt hat, fand ich es jetzt ein bisschen komisch. Aber ich wollte eigentlich ich weiß, dass ich da nicht zu 100% decken kann. Er mich wahrscheinlich auch, weil im Electrical die drei Sachen gemacht haben. Vielleicht übertreibe ich wieder, ne? Aber ich frage mich so ein bisschen, warum du das sagst, weil das ist halt super unwichtig gerade. Er kann mich decken und ich fand jetzt, spätestens als dann gesagt wurde, Reaktor, waren halt Flo und ich im Prinzip raus. Wir sind in Electrical gegangen, direkt Richtung Shields. Und da waren wir und da kam der Reporter. Mit der Phase, wir hatten da nichts mit zu tun, aber ich finde es ein bisschen suspicious, sorry Flo, aber dass du das jetzt direkt so als erstes rausposaunt, das ist doch eine unwichtige Info erstmal. Und das hast du vor zwei Runden auch gemacht. Lass uns nicht mehr darüber reden. Das hast du vor zwei Runden auch gemacht und da warst du aber dann... Was ist mit Ricky? Ich habe niemanden getroffen, bis ich am Ende Dani und Flo getroffen habe. Wo warst du? Ich habe erstmal Karte geswiped, dann bin ich zu Medbay gegangen, dann bin ich zu Navigation und dann bin ich runter und dann habe ich die getroffen. Also auf dem Gang zwischen Shields und Navigation. Mhm. Und dann ist halt der Report geploppt. Also gesehen habe ich keinen, aber Flo traue ich mittlerweile echt gerade alles. Flo hat safe nicht gekillt. Flo hat wirklich safe nicht gekillt, weil er war die ganze Zeit bei mir. Also dass wir beide Tote beurteilen? Ich will nur mal fragen, weil wir haben ja zwei Tote. Ja, er war wirklich die ganze Zeit da. Ganz ehrlich, wenn ich das wäre, Dani, du wärst tot im Electrical. So, sage ich jetzt nur mal so. Ist wahr. Naja, außer der Kill-Cooldown ist halt noch da, weil du gerade den Reaktor gekillt hast. Okay. Ich will gar nicht hier, außer es sind beide. Ich glaube, es sind Nico und Conan. Wieso ich? Was ist das jetzt für eine Begründung? Ja, Leute, wir müssen skippen. Ich weiß es nicht. Ja, ich würde auch skippen bei sechs Leuten. Dann müsst ihr das ausmachen. Ich mach da jetzt nichts. Ich habe aber keine Ahnung. Ja. Spannend. Okay, das ist auf jeden Fall das. Jetzt richtig los. Jetzt hättet ihr Schlachte los. Der Vote war gerade Double Kill hätten wir jetzt das Ganze fertig, ne? Möchtest du nochmal beurteilen? Warum sabotiert was? Communications. Mit dem Double Kill wären wir fertig. Mich sieht gerade keiner und der Balken geht nicht hoch. Scheiße. Sollen wir weiterlaufen? Ah, fuck. Wollte ich nicht hin. Da gerade jemand drin. Wo war's? Irgendjemand muss ja was sagen jetzt. Okay. Conan, du bist muted. Zeit, wo? Entmuted. Wer hat gemeldet und wer war's? Wo war's? Counterfeit war's und wo? Also Counterfeit hat's gemeldet, ja? Zeit hat gemeldet, ja. Im Electrical, oder? Im Electrical, ja. Wo man angeblich wohl keinen tötet. Ja. Also ich habe gesehen, da ich war in Storage und habe gesehen, dass Daniel und Flo wieder zusammen waren und nach Richtung Shields. Ich bin dann auch hinterhergekommen. Ja. Ich habe dann Dani nochmal gesehen. Ja. Wo warst du, Conan? Ich war in Reaktor. Und bin gerade Richtung Electrical runtergegangen. Und dann kam der Report. Hat denn irgendjemand Conan gesehen in der Ecke da? Also Conan, das ist mir jetzt ein bisschen zu dünn, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt halt vergessen, wo warst du vorher, Fight, bevor du... kam von der Cafeteria mit diesem Download. Und dann bin ich runtergegangen. Und bin dann in diversen Ecken hängen geblieben.
Also ich glaube, ich ahne die beiden Personen jetzt. Wir brauchen doch noch, Moment mal, wir brauchen doch noch zwei Imposter, oder? Ich glaube ja. Ja, eigentlich schon. Eigentlich, ja, doch. Aber ja, dann, doch. Wenn ihr beides nicht seid und ich es nicht bin, dann müssen es ja Conan und Veit sein. Aber wieso? Also ich möchte noch mal sagen, was ich, Nico, das ist für dich vielleicht von Relevanz, ich muss mich komplett korrigieren, Flo ist null Sass. Sind ja beim letzten Mal, sind ja zwei Leute gestorben und ich glaube nicht, dass da ein Cooldown mit drin war. Und dementsprechend kann es Flo auch nicht sein, weil wir wirklich die ganze Dani, Zeit... Dani, das heißt auch, aber wenn ihr es nicht seid, dann wären es ja Conan und Veit, aber wieso würde Veit an den Buddy reporten, wenn wir drei ganz warten sind? Das habe ich vorhin bei... weil das nicht anders geht. Ja, auch er weiß ja auch gar nicht. Vorbeiläufst, ist er auffällig. Wusste nicht, wo wir sind. Ja, deswegen. Ja, genau. Ja, aber ihr könnt genau. Doch... Ich verstehe jetzt nicht, wieso Veit deswegen so sass ist. Und vor allen Dingen... Nee, Veit ist vorsass, weil wir drei nicht sass sind. Ich bin hier der Mörder und ihr erzählt die ganze Zeit, wie ihr Hand in Hand zusammen rumlauft. Und ja, Dani kann es nicht gewesen sein. Ja, Flo kann es auch nicht gewesen sein. Ja, wir waren ja auf der anderen Seite der Map. Ja, aber der Tod kann ja jederzeit passiert sein. Und na, wir waren relativ lange zusammen. Nee, so viel Zeit war da. Also da bin ich ja mehr sass als Veit, Entschuldigung. Dani und Nico, ich wollte jetzt für Conan. Ja, weil, bin ich dabei. Ja, lass für Conan voten. Nico, du bist ein bisschen sass, aber das Ding ist, du warst halt auch echt bei uns. Also, dass ich sass bin, kann ich nachvollziehen, aber dass Veit sass ist, verstehe ich überhaupt nicht. Nee, nur weil aus Ausschlussprinzip. Conan, weißt du, was das Schöne ist? Du bist viel mehr sass. Weißt du, was das Schöne ist? Und jetzt sage ich dir mit voller hierarchischer Gewalt, es ist scheißegal, was du denkst, weil du bist jetzt raus. Ja, das ist, wie gesagt, ich verstehe, dass ich sass bin. Aber du hast Veit noch ein bisschen geschützt, ne? Okay, das werde ich mir merken auf jeden Fall. Dani, du weißt, was wir machen, ne? Wir bleiben zusammen, ja? Ja. Gut. Okay. Kann ich direkt? Ich kann direkt. Dann geht mal zu Reaktor. Bleiben zusammen, aber nicht ganz alleine los. Wenn jetzt. Es gibt's. Das machen die zu schnell. Das ist blöd. Das ist blöd gelaufen. Nein, ich wollte die Tür zu. Scheiße, die machen jetzt Report, ne? Oh, die wollten ihn raus. Ja. Ja, also ich bin mir jetzt ziemlich sicher. Ja, safe. Nico war im Reaktor schon. Wir sind da dann so fast immer noch zusammen hingetragen. Wo jetzt keiner gestorben ist, aber das war so ein bisschen, dann gingen die Türen auch noch zu. Ich bin auch dafür. Let's go. Raus. Ah, wir machen's, ne? Mit dem Schweizer Teufel. Wir machen's, ne? Nico, was ist bei dir los? Ja, scheiße. Wir machen's. Ich hoffe, das ist richtig jetzt. Ey, wenn es das wäre richtig, ist. Das wäre richtig schlimm, ja. Bin ich richtig sauer. Oha. Okay. Yeah. Okay. Ich verstehe nicht ganz, warum Veit den reportet hat. Den ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Vor allem, ich bin gerade reingelaufen, der Elektriker sieht die Leiche und er steht daneben und er reportet. Ich merke gerade, dass ich genau daneben gemutet bin, Mann. Ich wusste nicht, dass ich noch gemutet bin. Aber ja. Ach so, ja. Was wolltest du noch sagen? Ja, dass wir Veit voten. Ja, ne, das war doch voll. In Discord, ich weiß nicht, falls du redest, Zuni, ne? Du bist gemutet. Du bist 20 Minuten. Es wäre aber witzig gewesen, wenn es doch einer von euch beiden irgendwie gemutet hätte. Ja, stimmt schon, aber dann, wir hätten es eigentlich beide, wenn dann sein müssen. Weil das ja, war ja, schon beide und irgendwie, dass ihr vorher nach Electrical seid und dann Double Kill hattet oder so und dann aber... War irgendwie weird, ja. Es war... So weird. Weird. Aber das war richtig gut, das ging richtig gut auf Flo. Ja. Dani, ja, aber du hast mich ja verdächtigt, weil ich ein bisschen Zusatz war. Ja, entschuldige. Ich wollte es nur mal klar machen, dass ich wollte es klar machen für dich und für mich, dass du mich auch ein bisschen coverst, aber gut. Also das war richtiger Brain Fart einfach. Ja, das wäre halt schon hart Double Kill und dann den Timeout abwarten, alleine, da ein bisschen, obwohl wir die ganze Zeit zusammen waren, das ist ein bisschen. Naja. Das war's für den Part, oder? Kommt drauf an, wenn ihr noch eine Runde wollt, machen wir noch eine Runde, aber in den neuen Part würde ich nicht mehr anfangen. Oh Mann.
Also ich würde eine noch mitmachen. Runde würde ich auch noch. Ich würde alle. Noch 10 mitmachen. Ist eine Runde. Komm. Aber Counter Fight war, glaube ich, raus. Also. Ja, Runde ja. geht noch, aber... Oh, na, let's go. Runde geht let's noch, go. Aber Part eben nicht. Deswegen. So let's wie bei mir auch. Part über Länge, let's go. Also ich, ja, wir sind jetzt bei einer Stunde. Bei mir aus alles bin ich halt noch dabei. Aber danach normale bin ich auch länger. Das klingt doch alles sehr einvernehmlich. Ja, ist auch schön. Oh, nochmal. Ich habe nochmal die Chance. Okay. Vielleicht stelle ich mich jetzt mal besser an. Ich stelle mich noch nicht gut an als Killer. Na, das ist das Ding. Ich stelle mich einfach noch nicht gut an. Ich stelle mich einfach noch nicht gut an. Sollen wir direkt mal was probieren? Oh, okay. Da wird schon was probiert. Ja, dann kann ich jetzt aber mich nützlich machen und die Sabotage aufheben. Ist da schon jemand da, ist die Frage. Hä? Was? Sian hat ein was jetzt passiert? Sagen. Wie kann man denn, während der Reactor, kann man da währenddessen ein Emergency-Meeting einrufen? Ja? Nee, die war gerade fertig. Ich habe quasi, ich stand schon am Knopf und habe drauf rumgespammt, damit ich sofort reporten kann. Also, okay. Ich habe folgendes zu berichten. Ich stand an den Kameras und habe auf den Kameras gesehen, wie Dani vor einer Kamera rumstand, genau in dem Moment, als Oxygen gecallt wurde und ist dann genau eine Sekunde, also das war quasi eine Sekunde stehen geblieben, Oxygen wurde gecallt und er ist weitergelaufen. Das fand ich schon sehr interessant. Hab ich ehrlich gesagt nichts zu sagen, weil keine Ahnung. Könnte Zufall sein, aber. Ja, weiß ich könnte Zufall nicht. Sein, also ist, hab ich nur gesehen und wollte ich berichten. Ich meine, es kam ja, ich habe nicht gesehen, wer es war, ich glaube, Nico war dabei, es kamen ja Leute dann direkt dazu und es hat ja 3 Sekunden gedauert, dass der Oxygen-Ding, dass es da gelöst wurde und ich stand halt einfach direkt daneben, fast als es gekault wurde und habe es dann halt gelöst. Das. Ich fand das halt so geil. Ich hatte auf der Kamera gesehen, wie du dich ein bisschen bewegt hattest. Du warst so stehen geblieben. Ich verstehe, was du meinst, aber. Ich dachte schon so, okay, warum bleibst du da stehen? Ich dachte so, überlegt er jetzt, ob er in den Vent geht. Und dann wurde er nämlich Oxygen gecallt und dann geht er weiter. Welche Kamera war das? Das war die Kamera vor Navigation. Er war halt direkt da auch beim Oxygen in der Ja, ist richtig. Aber das kann, also das Aber ich check jetzt nicht halt so richtig, warum sollte ich das machen? Manchmal steht man halt so einfach so. Ja, das kann natürlich absoluter Zufall sein. Also ich werde jetzt noch skip-voten, ehrlich gesagt. Ich wollte das nur einmal berichten. Ja, okay. Ja, lass mal noch skip-voten hier. Ja. Ich fand da halt den Zusammenhang interessant. Okay, kann man sich ja mal notieren, ne? Wir waren halt irgendwie, jeder und seine Großmutter war halt irgendwie bei... Dani, komm nicht zu nahe. Ihr merkt euch, es läuft wie mit den Regeln so, man darf nicht mehr stehen bleiben, weil dann wird man gleich von der Polizei verhaftet. Ja, aber vor allem in dem Moment... Verweildauer, sondern weiterlaufen in der Stadt. In dem Moment, wenn sabotiert wird, stehen bleiben, das ist halt das, was ich meinte, aber naja. Ja, ich verstehe es. Wenn du mich gleich wieder killst, Xehan, dann weiß ich, warum du das gerade gesagt hast, aber ist auch okay. War interessant. Es war sehr interessant. Jetzt haben wir dadurch allerdings natürlich keinen Kill bisher. Und ich lerne, kann ich eigentlich die Karte aufrufen, dabei laufen? Ach so, ich wollte gerade sagen, ich bin gar nicht stehen geblieben, aber die Tür war einfach zu. Okay, ich kann laufen während. Gut, das ist sehr gut zu wissen. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Man kann laufen, während das passiert. Dann würde ich doch mal sagen: Let's go, Reaktor. Wir machen mal gemeinsam Reaktor. Geht er da rein? Oh. Okay. Ja, ich habe Zinni gefunden. Im Storage. Ganz unten, wo man den Task machen kann. Das ist komisch, ja. Weil ich viele im Reaktor eben angetroffen habe. Ja. Und einer hatte auch die Kameras beobachtet. Ich kam ja auch genau da. Du hast Zinni im Storage gefunden? Ja.
Ey, das kann doch aber nicht sein. Du bist doch gerade mir entgegengelaufen. Ich kam von, ich war auf Höhe Electrical, bin ich hab's gesehen, Reaktor gelaufen. Du warst... Ich kam von Reaktor zurück, weil Reaktor schon fertig war. Und da kamst du mir entgegen. Also du bist weg von Storage gelaufen. Ich bin in Storage rein und hochgegangen, also Richtung Admin. Und dann kam direkt der Report. Also du warst gar nicht in Storage, wo du reported hast. Nee. Wir haben uns ja ungefähr Lower End getroffen. Ja. Er muss doch aber da, wo er reportet, muss doch in der Nähe die Leiche sein. Bin ich jetzt blöd? Nee, er kann doch, er ist aber Richtung Reaktor weitergelaufen und nicht zurück zu Storage. Ich kann es sehr genau sagen, ich war im Electrical, hab da Aufgabe gemacht. Bin runter, als dein Reaktor war, dann bist du mir entgegengekommen und hinter dir war noch jemand und dann dachte ich, jetzt gehe ich wieder zurück. Bin ich in Welche Storage Aufgabe gegangen? Hast du denn gemacht? Willst Ich glaube, mit Blättern irgendwas. Aber... Nee, ich habe die gemacht, wo man einfach nur einen Hebel hochzieht. Das war die letzte, ich hatte zwei. Und dann bist du mir entgegengekommen, ich bin runter in Storage gegangen. That's it. Ja, man kann jetzt nicht beweisen, dass er nicht gestorben ist. Ich verstehe, wenn er nicht Aufgaben gemacht hätte, hätte er auch Simon Says gemacht. Der war mit mir, hat anscheinend nicht Simon Says gemacht. Die Blätter waren doch in Oxygen. Nein, die Blätter waren Scherz gerade. Die Blätter sind unten in Storage, das passt schon. Nein, sorry, die Blätter waren Scherz. Das war gerade so eine Anspielung auf gerade den Counter. Okay. Jetzt aber mal ehrlich, also wenn das wirklich so war, dann ist das ultra komisch, weil dann hätte ich dich eigentlich sehen müssen, dass du zurückgehst, dann du bist mir wirklich von rechts gekommen und nach links entgegengelaufen, aber Nico, wo hast du jetzt die Leiche gefunden? Ich blick noch nicht. Nee, ich hab die Leiche gefunden. Ach, Dani hat die Leiche gefunden. Ja, genau. Ich bin an Electrical von Reaktor, also aus Richtung Reaktor an Electrical vorbei durch Storage zu Admin. Aber Nico. Behauptet, er hat in Storage eine Leiche gefunden, obwohl er von Storage kam und nach Richtung Reaktor. Aber Nico, wir sind doch zusammen an Electrical vorbeigelaufen. Ich war gerade fast Lower Engine und du bist mir entgegengekommen und dann sind wir zusammen zurückgelaufen. Ja, das habe ich halt nicht gesehen. Also wenn das wirklich so ist, dann bin ich irgendwie blind oder so. Ich habe nicht gesehen, dass du zurückgelaufen bist. Wir haben Leute schon für viel weniger rausgevotet. So. Ja, ich weiß. Mich zum Beispiel. Es kann sein, dass ich einfach blöd bin. Ja. Und ich verstehe auch nicht, warum du jetzt reported hast, wenn das wirklich, aber komisch. Ich vertraue dir mal, Nico. Okay. Jetzt passiert nichts, oder? Ist das jetzt raus oder nicht? Ich glaube, das ist nichts. Ja, gut, dann... Also ich kann dir gerne folgen und wir können jetzt Sachen zusammen machen. Vielleicht baut das ja das Vertrauen auf, Nico, aber ich verstehe ja trotzdem so ein bisschen, was du meinst. Aber jetzt bestimmt. Oh, das war knapp. Bist du dein, Nico? Oh, das war böse knapp. Wieso ist das jetzt dicht? Kann ich jetzt nicht. Verstehe nichts mehr. Oh, wir brauchen eine Doppelkill. Dani, Doppelkill. Bis hin? Irgendwie ein Doppelkill hin, Dani? Kein Doppelkill. Shit. Es ist mir alles zu vage. Die Fight ist recht gut dran. Jetzt noch einen Kill machen würdest du? Mach einen Kill! Kill! Der Nord ist da oben. So, ich beschäftige euch jetzt, Freunde. Yes! So viel dazu, ne? Und ich hatte recht mit Dani. Ja, ich hatte recht mit Dani. Hallo. Geh weiter.
Dani, wieso hast du denn dann self-reported, denke ich mal, und dann gesagt, das wäre ein Storage? Weil ich mir schon gedacht habe, dass ich mich da irgendwie rausreden kann. Ja, aber das muss ja dann in der Nähe von Reactor gewesen sein. Ich war so happy, dass ich mit dem, dass wir mit dem Skip das rausbekommen konnten. Drei Votes auf ihn, drei Votes auf Skip. Oh mein Gott. Ich meine, die beiden Imposter haben Skip gevotet und dann hat zum Glück noch, ich glaube, Flo mitgemacht. Das war halt trotzdem ultra Rapid, Dani. Irgendjemand hat noch geskippt. Irgendjemand ja, ich hab nicht abgestimmt. Also ich hätte aber auch tatsächlich, ich hätte weder für Dani noch für Skip gewotet in der Situation. Also von daher. Ah, ich war so froh. Das hätte keinen Unterschied gemacht. Aber ich verstehe, was du meinst, Nico. Es war super risky, aber ich dachte mir, vielleicht schaffe ich es noch bis in Reaktor hoch. Und also dein Skip hätte man eigentlich analysieren müssen. Aber Dani, ich dachte gerade, wir machen so einen Double-Kill. Du warst ja hinter Nico und ich war eigentlich bei Xehan. Ja, ich habe gewartet, dass du Xehan killst. Ich habe gewartet, dass du Nico killst. Achso, verstehe. Ja, ich bin ja mit Dani dann mitgelaufen, weil ich dachte, ja gut, dann wenn ich jetzt dann sterbe, dann wisst ihr, dass es war. Ah ja, so viel dann. Aber dann hat jetzt zum Glück der Cooldown. So lang ist der Cooldown gar nicht, muss ich sagen. Das hat jetzt gerade echt gut funktioniert. Nee, es stimmt schon. Das stimmt schon echt. Konnte beide Kills machen. Ach, krass, du hast dann den zweiten auch noch gemacht, ja. Ich habe den zweiten gemacht. Ja, das war wunderbar. Das war wunderbar, auf jeden Fall. Die Zuschauer können ja, wenn sie das hören, noch in den Kommentaren schreiben. Cooldown habe ich dann den O2 aktiviert und dann, ja, waren damit die Leute beschäftigt. Ich finde, das ist ein schöner Abschluss für die Aufnahme, noch so ein Imposter-Gewinn hier auf der Seite. Machen wir auf jeden Fall wieder. Macht Spaß. Ja, super gerne. Richtig. Und wir haben auch noch drei Maps zum Ausgucken. Also wir haben ja noch nicht Mira HQ gespielt, wir haben noch nicht die andere gespielt und wir haben noch nicht das Luftschiff gespielt. Ey, und vielleicht ist nächstes Mal sogar Bonnie Line dabei. Ja, oder zu neuen Ferries. Wollte eigentlich nur sagen, du hast doch ganz gern, du hast doch über 1000 Abonnenten. Vielleicht ist da ja irgendjemand, hat ja auch Lust, wenn er das sieht. Ja gut, das Problem ist, wir sind ja an sich jetzt fast schon 10 Leute, wenn Dave noch dabei ist. Ich kann nächste Woche zum Beispiel gar nicht. Ja, um Gottes Willen, nächste Woche. Sowas meine ich ja. So spontan bin ich nicht. Nein, also ich kriegen wir auf jeden Fall hin, dass wir mal wieder aufnehmen. Muss ja nicht immer ein bisschen die Puppen aufnehmen. Ja, nimm dann wieder auf, wenn die Parts ausgehen. Da gibt es auch dann nur eine Stunde oder so. Ja, sind es, glaube ich, 5 Parts gewesen. Cool. Okay, also in 5 Tagen nehmen wir wieder auf, alles klar, verstehe. Wunderbar. Aber auf jeden Fall würde ich es gerne nochmal machen. Das macht Spaß. Alles klar. Auf jeden Fall. Danach alle 10 Geogesser. Machen wir auch. Oh ja, Battle Royale, ja, Mann. Ankun 88 left the game. Ja, ich bin raus. Okay, dann schließe ich die Aufnahme hier ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich hoffe, es ist unterhaltsam. Ihr könnt gerne auch irgendwelche Vorschläge machen, was wir anders machen können oder so. Ob ich aufnahmetechnisch irgendwas anders machen kann. Es ist halt immer am Ende nur meine Perspektive, ne? Das ist klar. Aber ja. Oder ob ich zu oft reinquatsche, wenn die sich zum Beispiel unterhalten und ich bin schon tot oder sowas. Ja. Ich bin mal total gespannt, was du, also das ist jetzt für die Aufnahme super unwichtig, aber hast du überhaupt, wenn du nicht mehr dabei warst, weil du tot warst und Leute diskutiert haben, das kommentiert? Ja, natürlich. Ich habe gesagt, Leute, ihr ist doch da, das ist er doch, er hat mich doch gerade getötet, geht jetzt gefälligst. Gut, dann kann man sich das ja nochmal angucken, wenn man nicht dabei war. Ja, also ich finde schon, das ist kann man sich schon angucken. Ach ja, das finde ich auch gut. Habe ich schon mal 10 gelacht, sicher. Wenn du im Poster warst? Bitte? Ob du auch zwischendurch gelacht hast. Natürlich. immer, alles Mögliche. Nein, ich war meistens mehr lost als sonst irgendwas. Vor allem am Anfang, wenn ich mich immer verklickt habe. Am Anfang, wo ich einfach sabotiert habe, obwohl ich killen wollte. Ja, lost bist du ja öfters. Dafür bist du bekannt. Der lost dude. Na gut. So kann Zyni jetzt, bevor die Aufnahme beendet wird, noch einmal sagen, wie dämlich du bist, Conan. Gerne. Zyni kann noch alles seine Sprüche ablassen, die er noch lange nicht mehr gesagt hat. Boah, das ist jetzt richtig sad, weil er hört das. Oh, doch, da ist er. Ja, aber so auf. Ich wollte gerade sagen, ne? Auf so wie im Zoo. Also. Ist dann auch das so. Das muss natürlich sein, ja, das muss natürlich sein. Wieso? Es passte doch gerade zu dem Lost und so, passte das doch super. Ich bin nicht überzeugt. Ja, ich auch nicht. Conan, gib mal noch ein bisschen. Müssen wir jetzt im B-Spiel, dass Zinni was sagen kann. Ja. Das macht Sinn. Okay. Ja, ich schließe die Aufnahme hier ab. Jetzt. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Ciao.